Kabbalismus ist eine der großen mystischen Strömungen. Seine Anhänger glauben, die alten Schriften der Kabbala bergen den Schlüssel zu den größten Geheimnissen des Lebens. Im 21. Jahrhundert haben Prominente wie Madonna oder Britney Spears die alte Weisheit zu einem spirituellen Modetrend gemacht. Doch der neue Kabbala-Kult ist umstritten. Anhänger der traditionellen Lehre warnen vor verborgenen Gefahren der mystischen Praktiken. Über die Zeiten hinweg haben jüdische Mystiker ihre Schriften verschlüsselt, um die Geheimnisse der Kabbala zu schützen. Wie viele Ebenen der Erkenntnis es gibt? Vielleicht unendlich viele. Und je mehr Ebenen es zum Verständnis der Vergangenheit und der Schriften gibt, desto schwerer ist es, sie zu begreifen und zu entschlüsseln. Schlüssel zur Vergangenheit. Die Kabbala. Anfang des 6. Jahrhunderts hat ein junger Israelit namens Hesekiel in babylonischer Gefangenschaft eine Vision. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und inmitten der Flammen war ein Thron, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Hesekiel glaubt, in den Himmel geschaut und Gott auf seinem Thron erblickt zu haben. Einige jüdische Mystiker lassen sich von der Vision fesseln. Wenn sie dieses Bild studieren, so hoffen sie, werden sie selbst eines Tages Gott erblicken und eins werden mit dem göttlichen Geist. Juden, die auf eine mystische Erfahrung hoffen, versuchen, Hesekiels Vision zu wiederholen. Sie ist im Judentum das Vorbild mystischer Erhöhung bis zur Entstehung der Kabbala. Im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung beherrscht das Römische Reich das heutige Israel. Juden, die ihren Glauben offen praktizieren, werden entweder ermordet oder ins Exil getrieben. Damals wenden sich viele Juden der Mystik zu. Sie hoffen, mit ihrer Hilfe Gottes Willen zu verstehen. Rabbi Shimon ben Yochai gehört zu jenen, die nach Erkenntnis streben. Rabbi Shimon war ein herausragender Vertreter der Israeliten. Er lehrte, dass sein Volk eine besondere Beziehung mit Gott verband. Er floh vor den Römern, die ihn wegen seiner romfeindlichen Äußerungen hinrichten wollten. Den jüdischen Schriften zufolge verbirgt sich Rabbi Shimon ben Yochai 13 Jahre lang in dieser Höhle in Pekin in Israel. Hier meditiert er über Gott und das Universum und lässt sich dabei von der Tora leiten, der Heiligen Schrift. Seine außergewöhnliche Vorgehensweise und seine Gebete machen ihn zu einer Schlüsselfigur in der Entstehung der Kabbala. Wie Rabbi Shimon beginnen weitere kleine Gruppen jüdischer Mystiker nach einem tieferen Verständnis von Gott zu suchen. Da Gott nicht zu ihnen kam, gingen sie dorthin, wo Gott war. Sie wollten eine göttliche Erfahrung machen. Sie nutzten dafür bestimmte Meditationstechniken, mit denen sie sich in eine hypnotische Trance versetzten. All das findet im Verborgenen statt. Für normale Menschen, so warnen die Mystiker, seien diese Praktiken zu gefährlich. Alte Legenden berichten von Novizen, die dem Wahnsinn verfielen oder starben, weil sie auf die mächtigen spirituellen Eindrücke nicht vorbereitet waren. Ist man nicht rein oder bescheiden genug, kann es sein, dass Gott einen nicht annimmt. Dann lässt Gott einen diese Erfahrung nicht machen. Durch Meditation glauben die Mystiker, eine Vision von Gott erfahren zu haben, so wie der Prophet Hesekiel. In dieser Vision ist der Zugang zum Himmel durch mehrere Tore versperrt. Erst wenn man alle Pforten durchquert hat, gelangt man zu Gott. Die Eingänge werden von Engeln bewacht, die die Unwürdigen fernhalten.
Bevor ein Mystiker weitergehen kann, muss er die komplizierten Namen der Engel lernen. Jeder Name muss eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt werden. Die Mystiker trugen Amulette, die sie vor der Macht der Engel schützen. Und wenn sie alle Tore passiert hatten, gelangten sie in den Thronsaal und hatten eine Vision. Ihnen offenbarten sich die Geheimnisse. Die Mystiker behaupten, diese Geheimnisse würden ihnen helfen, Gottes Gedanken zu verstehen. Zu ungefähr derselben Zeit schreiben unbekannte Mystiker erstaunliche Lehren und geheimnisvolle Weisheiten nieder. Die Schriften sollen eine ungeahnte Wirkung entfalten. Sie heißen das Buch der Schöpfung oder Sefer Yetzirah. Der Text beschreibt, wie Gott mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes die Welt erschuf. Und Gott sprach, es werde Licht. Offensichtlich war es Gottes Sprache, die alles schuf. Aber welcher Sprache bediente er sich? Natürlich des Hebräischen. Also waren die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes das Alphabet der Schöpfung. Das Sefer Yetzirah versucht sehr viel detaillierter zu beschreiben, wie Gott die Welt schuf, als man es in der Schöpfungsgeschichte der Bibel findet. Es basiert auf der Vorstellung, dass Gott die Welt durch die Sprache erschuf. Aber entscheidend sind dabei weniger die Worte als die einzelnen Buchstaben. Und das ist vermutlich wirklich buchstäblich gemeint. Gott nahm die drei Buchstaben Aleph, Bet und Nun. Diese ergeben das Wort Oban, Stein. Indem er diese drei Buchstaben nahm, war ein Stein erschaffen. Und entsprechend erschuf Gott alle Dinge dieser Welt, indem er die Buchstaben mit Zahlen kombinierte. Rabbiner halten die Lehren für zu mächtig für gewöhnliche Menschen. Und deshalb wird der genaue Text des Buches geheim gehalten. Jahrhundertelang sind die mystischen Offenbarungen nur Eingeweihten zugänglich. Als im 11. Jahrhundert christliche Kreuzfahrer ausziehen, um das heilige Land von den Arabern zurückzuerobern, beginnt eine neue Phase der Judenverfolgung. Auf der Flucht vor Folter und Tod werden die Juden über ganz Europa und den Nahen Osten versprengt und nehmen das geheimnisvolle Vermächtnis mit sich. Im 13. Jahrhundert haben sich die mystischen Lehren bis in die jüdischen Gemeinden im heutigen Deutschland, Frankreich und Spanien verbreitet. Kabbalah, was im Hebräischen so viel wie Überlieferung bedeutet, wird jetzt die gebräuchliche Bezeichnung für die Praktiken. Wir haben es hier mit einer kleinen Gruppe jüdischer Lehrer, Rabbis und Geistlicher zu tun, die die frühen Traditionen bewahrten, die Meditationstechniken entwickelten und einige sehr erstaunliche Gottesvisionen hatten. Einen der wichtigsten Impulse seiner Geschichte bekommt der Kabbalismus, als um 1280 ein spanischer Rabbi verkündet, er habe einen weiteren mystischen Text entdeckt. Dieser gilt schon bald als das wichtigste Buch der Kabbala. Er heißt Zohar, was auf Hebräisch so viel wie Glanz oder Pracht bedeutet. Es ist das Hauptwerk der Kabbala. Die Gedanken im Buch Zohar sind erstaunlich und sehr radikal. Vorwiegend in aramäischer Sprache verfasst, sind seine Seiten voll geheimnisvoller Symbolik und Sinnlichkeit. Durch die Leidenschaft oben gibt es ebensolche Leidenschaft unten. Mann und Frau vereinen sich, das Begehren siegt, die Welt ist gesegnet und oben und unten herrscht Beglückung. Bis heute ist rätselhaft, wer den Zohar verfasst hat. Viele Kabbalisten glauben, dass Rabbi Shimon ben Yochai, während er in der Höhle lebte im 2. Jahrhundert, den Zohar aufgrund einer göttlichen Eingebung schrieb. Andere vermuten, das Manuskript sei erst 1000 Jahre später entstanden. Möglicherweise habe es ein spanischer Kabbalist oder auch eine Gruppe von Rabbinern verfasst. Es ist von jemandem auf Aramäisch geschrieben worden, der das Aramäische nicht allzu gut beherrschte. Und merkwürdigerweise findet man im Zohar auch mittelalterliche portugiesische und spanische Worte. Die Frage, mit der sich Gelehrte seit Jahrhunderten herumschlagen, ist: Wer hat den Text geschrieben? Und wie kam es dazu?
And how did it come to be? Aber das größte Geheimnis des Soha liegt in dem mystischen Text selbst. Man muss hart arbeiten, um ihn zu entschlüsseln. Und das macht ihn so attraktiv, weil es ein wunderbares Versteckspiel ist, das immer etwas Neues offenbart und verbirgt. Die Deutung der komplizierten Verse verspricht ein tieferes Verständnis von Gott und seiner Beziehung zu den Menschen. Für den Zohar ist die Bibel ein Geheimcode. Jedes Ereignis im Zohar, jede Überlieferung, jedes biblische Gesetz sagt nicht nur etwas über das Geschehen auf der Erde, sondern auch über Gottes Wesen. Die Kabbalisten glauben, wenn es ihnen gelingt, den Zohar zu entschlüsseln, werden sich sowohl die himmlischen als auch die irdischen Rätsel aufklären. Zu diesen Offenbarungen gehören faszinierende Einsichten in Gottes körperliche Existenz und Sexualität. Im 13. Jahrhundert war die Kabbala in ganz Europa und im Nahen Osten verbreitet. Doch obwohl die Zahl der Juden, die sie studierte, stetig wuchs, wurden ihre Geheimnisse streng gehütet. Seit jeher haben Gelehrte nach Wegen gesucht, diese Geheimnisse zu lüften. Daniel Matt hat seinen Arbeitsplatz im kalifornischen Berkeley, inmitten all dieser Ausgaben des Zohar, dem bedeutendsten und rätselhaftesten Buch der Kabbala. Sein Bücherregal ist voll verschiedener Interpretationen auf Aramäisch, Hebräisch, Englisch und Französisch. Sie stammen aus Bibliotheken der ganzen Welt. Sein Ziel ist die erste vollständige englische Übersetzung, die auf den originalen aramäischen Texten basiert. Dieses ehrgeizige Vorhaben ist der jüngste Versuch, ein Buch zu verstehen, das Gelehrten seit mehr als 700 Jahren Rätseln aufgibt. Ich möchte das Geheimnis des Zohar oder seine merkwürdig kryptische Eigenart nicht zerstören, aber ich versuche, dem zeitgenössischen Leser einen Zugang zu ermöglichen. Der Zohar ist der schwierigste jüdische Text, den es zu übersetzen gilt. Fast alle der nahezu 2000 Seiten sind in aramäischer Sprache verfasst. Vielleicht, um die Entschlüsselung weiter zu erschweren. Oberflächlich betrachtet ist der Zohar eine Erzählung über eine Reise von Rabbi Shimon ben Yochai und einer Gruppe Rabbiner durch das heutige Israel. Sie ziehen über die Hügel Galiläas und teilen ihre geheimen Lehren. Und manchmal begegnen ihnen unterwegs merkwürdige Personen. Kabbalisten glauben, die Erzählung enthalte Hinweise auf einen verborgenen Sinn in der Tora, der hebräischen Bibel. Viele Beispiele finden sich, wenn man die Schöpfungsgeschichte noch einmal genau betrachtet. So wirft der Zohar die traditionelle Annahme über den Haufen, Gott habe Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Die Interpretation des Zohar ist geradezu revolutionär. Die Menschen können Gott lenken. Der Zohar stellt die radikale Frage, wer hat wen aus dem Paradies vertrieben? Und der Zohar lehrt, Adam vertrieb Gott aus dem Garten. Es ist, als wären wir noch immer im Garten Eden. Aber wir merken es nicht, weil wir Gott vertrieben haben. Wir haben die Berührung mit der spirituellen Dimension verloren und stehen nun vor der Herausforderung, wieder ein Bewusstsein für das Göttliche und eine Verbundenheit damit zu erlangen. Je tiefer Kabbalisten in den Zohar eintauchen, desto kryptischer werden die Worte. Der Zohar ist voller Symbolik. Diese ist bewusst gewählt, um ihn der Elite vorzubehalten. Die Verfasser nahmen vermutlich an, nur ausreichend spirituelle Menschen könnten den Text entschlüsseln. Die wichtigste symbolische Ordnung im Zohar bilden die 10 Sphären des göttlichen Wesens, die 10 Sephirot. Eine verbreitete Darstellung zeigt diese Eigenschaften als Lebensbaum oder als Karte von Gottes Körper. Kabbalisten glauben, wenn sie den Aufbau des göttlichen Körpers verstehen, werden sie begreifen, wie seine Kräfte wirken. Diese alten Zeichnungen offenbaren, dass der Körper Gottes dem des Menschen gleicht. Zu oberst findet sich das Symbol für das Haupt Gottes, der Quelle von Willen,
Weisheit und Verständnis. Darunter sind symmetrisch angeordnete Organe und Gliedmaßen. Sie stehen für Liebe, Kraft, Schönheit, Unvergänglichkeit und Pracht. Der ungewöhnlichste Teil des Diagramms enthält sinnliche Metaphorik. Der neunte Teil Gottes, genannt die Grundlage, ist der Phallus, die lebensspendende Kraft des Universums. Doch gemäß den Sephirot hat Gott auch eine weibliche Dimension. Das letzte Element, häufig Shekinah genannt, wurde als Gottes weibliche Hälfte dargestellt. Dieses Bild steht im Widerspruch zu der seit alters her üblichen Vorstellung eines rein männlichen Gottes. Wir sehen hier zum ersten Mal, dass dieser weibliche Aspekt Gottes Braut, göttlich und somit ein Teil der Gottheit ist. Die Vereinigung der männlichen und weiblichen Hälfte Gottes wird zum Ziel des gesamten Systems der Sephirot. Und der Zohar beschreibt diese Vereinigung in sehr anschaulichen Worten. In Gott gibt es eine echte Liebesbeziehung und eine sexuelle Vereinigung. Und das ist ein eindrucksvolles Element des Zohar. In gewisser Weise verleiht ihm das seine große Anziehungskraft. Dieses komplizierte System unterstützt die kabbalistische Lehre, dass die Menschen Gott beeinflussen. Studierende des Zohar glauben, durch menschliche Handlungen würden dieser männliche und weibliche Teil Gottes vereint. Wie werden die beiden Hälften Gottes zur Einheit? Durch menschliche Tugend, durch die Liebe für den Nächsten, durch Hilfe für die Armen, Beachtung des Sabbat. Man bringt diese beiden Hälften Gottes durch Einhaltung der Gebote zusammen. Man könnte sagen, auf diese Weise verwirklichen wir das göttliche Potenzial in der Welt. Die Vorstellung, dass Gott von den Menschen abhängt, steht im Widerspruch zum herkömmlichen Glauben, der Gott als allmächtigen Herrscher sieht. Die Kabbalisten haben die, wie ich finde, außergewöhnliche Vorstellung, dass wir durch heilige Handlungen über die Fähigkeit verfügen, Gott wachsen zu lassen, ihn zu beeinflussen, Gott zu lenken. Wir können Einfluss auf Gott nehmen, was sich dann auf die göttliche Gnade auswirkt, die hinab auf die Welt fließt. Aber das Gleichgewicht dieser Beziehung wird durch menschliche Sünde gestört. In diesem Fall stärken die Vergehen der Menschen ihr unethisches Verhalten, das kosmische Böse, und stören die Harmonie Gottes. Die Schlechtigkeit des Menschen fördert das Böse im Universum. Ein weiterer, im Zohar verborgener, revolutionärer Gedanke ist, dass ein scheinbar unbedeutender Vers in der Tora offenbaren kann, wie Gott fühlt und handelt. Der Zohar begreift die Bibel nicht nur als eine Geschichte über Menschen und was ihnen widerfahren ist, sondern er begreift sie in einer mystischen Dimension als eine Geschichte darüber, was in Gott vorgeht. Dem Zohar zufolge sind biblische Figuren Metaphern für Gottes Gedanken und Handlungen. Die Eigenschaft der liebevollen Güte zum Beispiel wurde in der Bibel in der Person Abrahams beschrieben. So wurde jede Erwähnung von Abrahams Taten als Hinweis darauf gesehen, welche Bedeutung liebevolle Güte für die Welt hat. Auch biblische Ereignisse untersucht der Zohar auf verborgene Bedeutungen. Der Kabbalah zufolge geschieht die Sintflut jetzt. Wenn man nicht weiß, dass wir noch immer in der Sintflut leben, ertrinkt man, ohne dass es einem bewusst ist. Verschiedene biblische Symbole für Chaos und Zerstörung werden nicht nur als vergangene Ereignisse betrachtet, sondern als noch andauernder Zustand. Während sich Mystiker weiter in die Geheimlehre des Zohar vertieften, schlug ein spanischer Kabbalist aus dem 13. Jahrhundert eine andere Richtung ein, um zur Einheit mit Gott zu finden. Abraham Abulafias Vorgehensweise beinhaltete intensive Meditation und Yoga-ähnliche Körperbewegungen.
Seine Anhänger vollzogen bestimmte Hand- und Kopfbewegungen, um sich ganz in die hebräischen Buchstaben der Bibel zu versenken. Der ältesten Vorstellung zufolge hat Gott verschiedene Namen, und diese Namen haben Macht. Nach Abulafias Lesart der Bibel spricht die gesamte Heilige Schrift ausschließlich von Gott, indem sie normale hebräische Substantive und Verben in göttliche Namen verwandelt. Einer der göttlichen Namen, die Abraham Abulafia benutzte, war der 72 Buchstaben lange Name aus drei Versen im Exodus, dem zweiten Buch Mose. Wurden die Buchstaben der Verse nach Abulafias Vorgaben zusammengefügt, ergaben sie einen der geheimsten Namen Gottes. Wenn man intensiv über diese Buchstaben meditiere, glaubte Abraham Abulafia, dass sich der menschliche Geist mit dem Geist Gottes vereine. Manche Kabbalisten behaupten, Moses habe über diesen Namen meditiert, um das Rote Meer zu teilen. Auf dem Höhepunkt der spanischen Inquisition verfügten König Ferdinand und Königin Isabella, dass sich alle Juden entweder zum Christentum bekennen müssten oder vertrieben würden. Im Jahr 1492 flohen mehr als 100.000 Juden aus Spanien. Erneut trug eine religiöse Vertreibung zur Verbreitung der kabbalistischen Lehre bei. Ein Jahrhundert später nutzten Kabbalisten ihre Kenntnisse, um die Ankunft des verheißenen Messias vorauszusagen. Im Jahre 1492 trieb die spanische Inquisition Zehntausende Juden ins Exil. Viele flohen ins Heilige Land. 150 Kilometer nördlich von Jerusalem, in der Region Galiläa, ließen sich als Kabbalisten bekannte jüdische Mystiker in der Stadt Safed nieder. Einige Kabbalisten zog es nach Galiläa, unter anderem weil Rabbi Shimon ben Yochai, der Held des Zohar, durch dieses Gebiet gezogen war. Heutzutage sind die staubigen, gewundenen Straßen von Safed von Künstlern bevölkert und von Galerien gesäumt. Vor 5 Jahrhunderten glaubten Kabbalisten, eines Tages werde der Messias auf diesen Straßen wandeln. In einer der Schriften heißt es, wenn der Messias nach Jerusalem kommt, wird er zuerst in Galiläa erscheinen. Sie möchten die Ersten sein, die ihn erblicken. Der mystische Text des Zohar lehrte, dass gutes menschliches Handeln Gottes Macht auf der Erde stärke. Aufgrund dieser Philosophie hofften die Kabbalisten, ein Leben in Frömmigkeit werde zum Erscheinen des Messias führen. Deshalb strebten die Kabbalisten in Safed eine ideale religiöse Gemeinschaft an. Man dachte, die Menschen müssten Gott helfen, den Messias zu bringen. Sie müssten rein genug dafür sein. Sie standen um Mitternacht auf, um ihre Gebete zu sprechen, und erneut bei Morgengrauen, um bei Sonnenaufgang zu beten. Meister der Kabbala lehrten ihre Anhänger in Safed das Versenken in tiefste Meditation, das Fasten und die Befolgung der Gesetze aus der Tora. Einer der großen Weisen war Rabbi Isaac Luria aus Jerusalem. Als er im Jahr 1570 in Safed zu lehren begann, betrachtete man ihn bereits als den wichtigsten Heiligen seines Jahrhunderts. Als junger Mann hatte Isaac Luria einige Jahre in völliger Abgeschiedenheit in der Nähe von Kairo verbracht. Dort studierte er den Kabbalisten zufolge den Zohar und hatte Visionen von Engeln und biblischen Propheten. Es gibt Hinweise, dass er den Zohar als eine Art Mantra nutzte. Er wiederholte einzelne Passagen immer wieder, bis sie sich ihm vollständig erschlossen hatten.
In solch tranceartigen Bewusstseinszuständen entwickelte der Rabbi außergewöhnliche Fähigkeiten. Rabbi Isaac Luria konnte einem Menschen auf die Stirn schauen und aus ihr alles über diesen Menschen erfahren, ähnlich dem Handlesen. Er war ein Heiler. Er kannte die vergangenen Leben der Menschen und wusste, was in Ordnung gebracht werden musste. Rabbi Isaac Luria glaubte, die Kenntnis des früheren Lebens eines Menschen gebe einen Einblick in seine akuten Probleme. Er lehrte eine Theorie der Reinkarnation, der zufolge die Seele eines jeden Menschen eine ganz bestimmte Wurzel hat, die zurückgeht bis auf Adam und Eva. Man stammt entweder von Kain oder Abel ab oder von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet. Es gibt also mindestens 5 Möglichkeiten oder mehr grundlegender Seelenwurzeln, und diese bestimmen den Kern des eigenen Wesens. Unter Lurias Anleitung suchten viele Kabbalisten nach Verbindungen zu ihrer Vergangenheit. Dabei spielten diese Grabstätten bei Safed eine wichtige Rolle. Hier versuchten die Kabbalisten, ihre frühere Inkarnation zu finden. Sie übernahmen die Seele des dort begrabenen Verstorbenen und sprachen mit seiner Stimme. Bis heute haben sich in Safed die Grabrituale erhalten. Ebenso wie die Pilgerfahrten. Hier versammeln sich Kabbalah-Anhänger am Grab von Rabbi Shimon ben Yochai. Manche praktizieren Lurias Lehren. Rabbi Lurias wichtigster Beitrag zur Kabbalah war sein neues Verständnis der Schöpfungsgeschichte. Die Welt existiert nur, weil Gott jemanden brauchte, zu dem er eine Beziehung hat. Das impliziert, dass Gott ein Bedürfnis nach Liebe und Beziehungen hat. Luria lehrte, der erste Schritt sei nicht die Schöpfung gewesen, sondern ein Rückzug. Man könnte sagen, Gott zog sich an einem zentralen Punkt aus allen Richtungen zurück. Er schuf ein Vakuum, eine Leere in sich selbst. Rabbi Isaac Luria zufolge gab die Leere Gott den Raum, um die Welt zu erschaffen. In das Nichts stellte Gott Gefäße und füllte sie mit göttlichem Licht, wobei viele dieser Gefäße zersprangen. Hier sind die Erschaffung der Welt und die Katastrophe miteinander verwoben. Es kann keine Schöpferkraft ohne gleichzeitige Zerstörung geben. Luria erläuterte, aus den zersprungenen Gefäßen seien Funken zur Erde gefallen. Alles, was Gott schuf, entsprang einem dieser göttlichen Funken. Dem Rabbi zufolge können die Menschen dieses Fragment des göttlichen Geistes durch gute Taten wieder mit Gott vereinen. Unsere Handlungen können die obere Welt wieder zusammenfügen. Und wenn all die Funken wieder an Ort und Stelle sind, dann ist das die messianische Erlösung. Als Isaac Luria im Jahre 1572 an der Pest starb, fürchteten viele Kabbalisten, sein Tod sei eine Strafe für die Enthüllung verbotener Geheimnisse. Es ist ein schwerer Schlag für die Hoffnung auf Erlösung. Danach verlor Safed bis zum Ende des Jahrhunderts allmählich an Bedeutung. Die Erfindung der Druckerpresse sorgte für eine nie dagewesene Verbreitung der kabbalistischen Lehren. Zu der Zeit, als Isaac Luria starb, wurden gebundene Ausgaben des Sohar sowie die in Safed verfassten Schriften allgemein zugänglich. Die Kabbalah schien endlich aus dem Verborgenen hervorzutreten. Im 16. Jahrhundert hatten die mystischen Weisheiten der Kabbalah nahezu die gesamte jüdische Welt erreicht. Anhänger in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten widmeten sich ihrem Studium.
Im folgenden Jahrhundert verbreitete sich die Kabbala wie ein religiöses Lauffeuer. In die falschen Hände gelangt, konnte sie jedoch verheerende Folgen haben. Im 16. Jahrhundert erlebte der als Kabbala bekannte jüdische Mystizismus eine beispiellose Blütezeit. Ausschlaggebend war die Übersetzung des Sohar und anderer mystischer Texte ins Lateinische. Selbst christliche Philosophen begannen, die Kabbala zu studieren, in der Hoffnung, sie könnte ihnen die Geheimnisse des eigenen Glaubens offenbaren. Es bestand ein großes Interesse an der Kabbala, insbesondere am Sohar, da man annahm, es sei ungefähr zu Lebzeiten von Jesus Christus geschrieben worden. Deswegen glaubte man, es handle sich bei ihm um unverfälschtes, reines Judentum, das die Wahrheiten des Christentums enthalte. Diese Annahme führte zur Entstehung der sogenannten christlichen Kabbala. Auch Gelehrte der Renaissance griffen auf die Kabbala zurück, um die Werke von Pythagoras und Plato besser zu verstehen, deren Philosophien Aspekte des jüdischen Mystizismus widerspiegelten. Einige Forscher behaupten, der Universalgelehrte Gottfried Leibniz habe sich ebenso wie Isaac Newton mit der Kabbala befasst. Ich würde nicht behaupten, dass die moderne Wissenschaft auf der Kabbala beruht, aber zweifellos hatten die Begründer der modernen Wissenschaft und Philosophie ein großes Interesse an der Kabbala. Unterdessen wurde die Kabbala auch von zwei Männern studiert, die unwissentlich eine der größten Katastrophen in ihrer Geschichte auslösten. Shabbatai Zvi wurde 1626 im heutigen Izmir geboren. Als junger Mann litt er an stets wiederkehrenden Albträumen von Angriffen durch Dämonen und suchte im Sohar nach einer Erklärung. Shabbatai Zvi war offensichtlich ein sehr begabter, aber sehr problembeladener junger Mann, der im Alter von 40 Jahren eine Krise durchmachte. Forscher glauben heute, dass Shabbatai abwechselnd Zustände tiefer Depression und manischer Euphorie erlebte. Der Wahnsinn gipfelte in einer von ihm inszenierten Scheinhochzeit zwischen ihm und einer Tora-Rolle. Es gehörte zur Natur seines Leidens, dass er wiederholt öffentlich die Gebote verletzte, einen Skandal verursachte und im hohen Bogen aus einer Gemeinde rausgeworfen wurde. Nacheinander aus mehreren jüdischen Gemeinden im Osmanischen Reich vertrieben, floh Shabbatai Zvi nach Jerusalem, wo er kabbalistische Verse rezitierend durch die Straßen wanderte. Im Jahre 1665 lernte er Nathan von Gaza kennen, einen jungen Studenten der Kabbala. Die beiden reisten gemeinsam mehrere Wochen durch das heutige Israel. Mit der Zeit gelangte Nathan von Gaza zu der Überzeugung, Shabbatai Zvi sei der Erlöser. Nathan von Gaza verkündete, der Messias sei erschienen. Die gute Nachricht verbreitete sich von Synagoge zu Synagoge, erst im Osmanischen Reich, dann in Europa. 1666 hielt die angebliche Ankunft des Messias die gesamte jüdische Welt in Atem. Shabbatai Zvi war manisch-depressiv, aber er war ein sehr charismatischer manisch-depressiver, der viele Menschen um sich herum sammelte. Viele hatten das Gefühl, die Zeit sei reif. Er könnte derjenige sein, auf den sie gewartet haben. Anfang 1666 wurde Shabbatai Zvi von osmanischen Soldaten verhaftet und zum Palast des Sultans gebracht. Der Sultan verurteilte ihn wegen Erregung öffentlichen Aufruhrs zum Tode. Der Sultan machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Entweder trete er Zvi zum Islam über oder er verliere seinen Kopf. Wenn er der Messias sei, müsste er ihn wieder aufsetzen können. Wenn Shabbatai Zvi für das Martyrium bereit gewesen wäre, hätte er zu einem Phänomen wie Jesus werden können. Der Messias, der für seinen Glauben stirbt. Aber Shabbatai Zvi wählte den einfachen Weg und konvertierte zum Islam. Als Shabbatai Zvi den Palast als Muslim verließ, folgte eine Handvoll Anhänger seinem Beispiel und trat zum Islam über.
Doch die große Mehrheit der Juden war empört. Sie bezichtigten die Kabbalisten der Ketzerei und machten die Kabbala für ihren Irrweg verantwortlich. Eine der wichtigsten Folgen war, dass sich die Überzeugung durchsetzte, Mystik sei etwas Schlechtes. Mystik sei gefährlich und führe zu allerlei furchtbaren Dingen. Von nun an gab es Beschränkungen, wer die Kabbala studieren sollte und wie weit sie verbreitet werden durfte. In Osteuropa entwickelten sich auch weiterhin einige wenige kabbalistische Kreise, darunter eine Strömung, die als Chassidismus bekannt wurde. Ein Rabbi und Mystiker, der Baal Shem Tov oder Meister des guten Namens genannt wurde, war Anfang des 18. Jahrhunderts der Begründer der chassidischen Bewegung. Unter Baal Shem Tov vereinigten sich verschiedene mystische Zirkel, die im Geheimen wirkten. War die Kabbala früher nur einigen wenigen vorbehalten gewesen, machten die Chassiden einzelne Elemente auch gewöhnlichen Menschen zugänglich. Statt strikter Meditation und intensivem Studium, wie es in den Anfangstagen der Kabbala üblich war, legte der Chassidismus den Schwerpunkt darauf, Gott im alltäglichen Leben zu huldigen. Er förderte zudem einen offeneren Austausch über kabbalistische Gedanken. Im Chassidismus gibt es ein demokratisches Moment. Jeder kann Gott dienen. Jeder wird von Gott geliebt, wenn man den Funken entdeckt. So wird die Vorstellung der verborgenen Funken, die in der Kabbala auftauchen, zu einer Technik, Gott in der Welt zu finden. Während ein Großteil der jüdischen Bevölkerung die Mystik weiterhin mied, erwiesen sich die chassidischen Juden im 18. und 19. Jahrhundert als Bewahrer des kabbalistischen Erbes. Heute zeigt sich die Kabbala in Los Angeles, der Stadt der Engel, in einem völlig neuen Erscheinungsbild. Einige Gelehrte sehen darin einen Trend, den frühe Mystiker am meisten gefürchtet haben: dass spirituell völlig unvorbereitete Menschen sich mit der Kabbala beschäftigen. In puncto Verbreitung und Beliebtheit hatte die Kabbala ihre Blütezeit im späten 16. Jahrhundert. Aber als die mystischen Praktiken mit einem falschen Messias in Verbindung gebracht wurden, wandten sich Kabbalisten in Europa und im Nahen Osten von ihr ab. Die kommenden 250 Jahre führte die Kabbala im jüdischen Leben nur ein Schattendasein. 1930 begann ein deutscher Religionshistoriker namens Gerhard Scholem, die Lehren der jüdischen Mystik wiederzuentdecken. Er verbrachte viele, viele Jahre in Bibliotheken in ganz Europa und studierte und katalogisierte Manuskripte, von denen manche seit Jahrzehnten, andere seit Jahrhunderten nicht geöffnet worden waren. Man kann sagen, dass er dieses Material dem Westen zugänglich machte. Als Hitler und das Dritte Reich Europa mit Tod und Terror überzogen, war es für die Juden äußerst schwer, Verfolgung, Folter und Mord zu begreifen, die ihr Volk trafen. Die Auffassung in der Kabbala, dass Übeltaten das Universum aus dem Gleichgewicht bringen können, wurde vom Holocaust auf tragischste Weise unterstrichen. Mit mehr als 6 Millionen ermordeten Juden hatte die Welt eine ihrer dunkelsten Stunden erreicht. Dennoch hofften Juden und Kabbalisten, dass die Welt noch erlöst werden könne. In Zeiten der Krise, in Zeiten des Leids, wenn die Menschen das Bedürfnis nach Ordnung, Lebenssinn und Erfüllung haben, kann die Mystik so manche Antwort geben. In den 60er Jahren versuchte die amerikanische Gegenkultur, sich der Religion auf neuen Wegen zu nähern. Zu denen, die spirituelle Erfahrungen suchten, gehörte auch Philip Burke, ein Rabbi aus New York. Ende der 60er Jahre reiste er nach Israel und versenkte sich in die Lehren der Kabbala. Philip Burke widmete sich bald ganz dem Studium der alten Geheimlehre.
Sein Ziel war, viele Menschen mit ihr vertraut zu machen. Er gestaltet sie in einer Weise um, dass jemand, der mit kabbalistischen Texten nicht vertraut ist und nicht einmal viel über das Judentum weiß, diese Ideen verstehen und in seinem Leben anwenden kann. Philip Burks vereinfachte Auslegung der Kabbala fand rasch Verbreitung. Anfang der 70er Jahre eröffnete er sein erstes Kabbala-Zentrum in Tel Aviv. In den 80ern schufen der Rabbi und seine Familie ein riesiges, mystisches Kabbala-Imperium mit Hauptsitz in L.A. Heutzutage hat das sogenannte Kabbala-Center mehrere Millionen Anhänger, Niederlassungen in fast 100 Städten rund um den Erdball und ist damit die größte kabbalistische Organisation der Welt. Hier im Hauptquartier in Los Angeles erreichen die spirituellen Botschaften der Kabbala auch Prominente auf Sinnsuche. Burks Söhne sind tatkräftig dabei, wenn es darum geht, die Lehren der Kabbala, anders als in der Vergangenheit, Normalsterblichen zugänglich zu machen. Wir bieten die Kabbala für jedermann, ungeachtet der Herkunft, des Geschlechts, der Religion. Wir finden es großartig, der Allgemeinheit einen Zugang zu dieser alten, verborgenen Weisheit zu ermöglichen, indem wir sie verständlich und praktisch anwendbar machen. Mit seiner Öffnung für jedermann hat sich das Kabbala-Zentrum scharfer Kritik ausgesetzt. Es gibt all diese Hollywood-Leute, die auf den Kabbala-Zug aufspringen, aber viele von ihnen sind keine Juden und halten sich nicht an jüdische Gesetze. Ich bezweifle, dass sie die echte Kabbala studieren. Sie sagen gerne, hier ist ein heiliger Name, eine heilige Praxis, das wird dir etwas Kabbala-Kraft verleihen. Das Kabbala-Zentrum setzt auf alte Praktiken, wie die Meditation über die 72 Namen Gottes. Und veranstaltet Pilgerreisen zu heiligen Städten in Israel, wie Madonna sie im Jahr 2004 unternommen hat. Ein Popstar namens Madonna bekennt sich zur Kabbala. Das trifft in wenigen Worten, was es ist. Moderne Popkultur-Spiritualität. Das Kabbala Center und Madonna sind wirklich eine himmlische Verbindung eingegangen. Kabbalistische Erkennungszeichen zu tragen ist ebenfalls populär. Zum Beispiel das rote Bändchen am Handgelenk, das böse Mächte fernhalten soll. Die praktische Kabbala, die Welt der Amulette, wie man sie heute beobachten kann, ist etwas, das die Leute berühren und verstehen können. Das sind alles Dinge, die die theoretische Kabbala nicht bietet. Deshalb bleibt sie ihnen fremd. Der neue Kabbalismus hat nicht den Anspruch, die Kabbala zu studieren, um das Universum und seine Geheimnisse zu verstehen, sondern er dient als praktische Lebenshilfe. Die Kabbala zu entschlüsseln ist seit Jahrtausenden eine komplexe mystische Aufgabe. Und nach wie vor gibt es das Bestreben, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Es gibt einen Kampf um den Besitz kabbalistischen Wissens. Darum, wer sie interpretieren und ihren Wert und ihre Bedeutung für die moderne Welt erklären darf. Nach wie vor wird die Kabbala intensiv und ernsthaft studiert. Und ich bin sicher, diejenigen, die es nicht ernst meinen, werden sich bald wieder abwenden. Viele Anhänger meinen, selbst bei vollständiger Hingabe sei es unmöglich, alle in der Kabbala verborgenen Bedeutungen zu entdecken. Die Kabbala ist so vielschichtig, hat so viele Dimensionen, dass ein ganzes Leben nicht reicht, um sie vollständig zu verstehen. Zweifellos wird diese uralte, mystische Weisheit der modernen Welt neue Mysterien offenbaren. Die Menschen suchen nach neuen Techniken, Mitteln und Wegen, um ihrem Leben Spiritualität zu verleihen. Ich glaube, solange es die Menschheit gibt, wird es die Mystik geben. Sie ist sehr alt und gleichzeitig sehr unmittelbar und zeitgemäß. Ich glaube, das macht die Kabbala so faszinierend, dass sie sowohl neu als auch alt ist.
Sie stellt die Fragen nach dem Sinn des Lebens und nach dem Wesen Gottes. Die Kabbala wirft diese Fragen auf und versucht, Antworten zu geben.